Pierre-André, wir lassen ja gerade auch die Balkonis machen vom Francis. Jetzt wäre es vielleicht, wenn man das schon mal machen würde, der Handwerker ist ja gerade da, überlegt es euch halt einmal. Ne? Und dann schauen wir mal, was die Handwerker machen heute. Und die Decke streichen. Na, ausbessern hier. Wird langsam. Dann schauen wir mal, was hier passiert ist. Ist ja auch schon alles ausgebessert hier. Alles schon ausgebessert. Wird jetzt die Wand da hinten streichen. Should we cut that here, Francis? What do you think? Ist ja auch schon ausgebessert. Schaut auch schon einigermaßen eigentlich wieder gut aus, aber ist natürlich noch nicht fertig. Da oben am Balkon, das haben sie auch gemacht. Gut. Ja. Dann die dreckige Wand soll ja auch noch gemacht werden. Schon ziemlich angegriffen, ne? Da, Francis, da sollte man vielleicht echt mal überlegen, ob man dieses Öl da drauf haut. Also das schaut schon ziemlich kaputt aus. This looks very broken here. Hier haben sie das Holz verschraubt, das wird dann auch noch gestrichen, dass das wieder zusammen ist hier. Das ging ja alles auseinander. Okay, gut. Na, wird doch. Alles im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Hier können wir mal ein wenig lüften, das schadet nichts. Auch schon gemacht. Gut. Rost ist langsam weg alles. Die spritzen halt dann scheinbar mit der Farbe, aber die machen es halt dann sauber danach. Das ist für die wahrscheinlich billiger, wie alles abzukleben. Die sind halt da, denken da anders wie wir. Schauen wir mal, aber ich denke, dass das am Schluss alles sauber ist. Und so hat man dann so kleine Nebenjobs, die auch wieder ein paar Bat einbringen, wenn man da jemanden hilft, der nicht hier wohnt, um seine Villa wieder auf Vordermann zu bringen. Und ist zwar nicht viel, aber ist auch ein Freundschaftsdienst, muss man auch dazu sagen. Ja. So, als Freundschaftsdienst tut man dann solche Arbeiten halt noch mitmachen. Wir sind ja eh nicht überlastet, aber wir können dann hier auch schwimmen und das ist doch eigentlich auch schön. Und es macht auch Spaß, immer mal wieder was anderes zu machen. Wird einem nie langweilig und ja, hier, er macht hier sauber. Ich glaube aber, das Bambus könnten Sie eigentlich im Prinzip kürzen hier, dass Sie sich nicht so anstrengen müssen hier mit dem Streichen. Machen wir die Fenster wieder zu. Schiebefenster. Also es riecht jetzt schon langsam frisch hier drin. Also am Anfang hat es echt ein bisschen gemuffelt, weil es halt lange nicht mehr richtig gelüftet wurde. Ne? Das ist klar. Es schwitze schon wieder, obwohl ich jetzt so schön lang geschwommen habe. Schwitze schon wieder. Das ist halt in Thailand so, obwohl ich jetzt schön geschwommen bin, ist es schon wieder irgendwie heiß. Sollen wir hier die Türen zumachen? Ja, den Pool müssten Sie auch mal sauber machen. Naja, so schlimm ist es gar nicht. Ein bisschen Dreck drin. Von dem Laub, aber schmutzig in dem Sinne ist es nicht. Es ist halt ein bisschen Dreck. So, diese Schiebetür zumachen, das ist auch immer so ein bisschen eine spezielle Sache. Also so sind die ganz auf und muss also dann wirklich von hinten anfangen. Und es ist natürlich ein bisschen Kraft aufgebunden. Dann zieht man das hier so ran, einlassen. Und da fängt man natürlich sofort wieder das Schwitzen an, weil es ist halt warm. So. Und jetzt ist es zu. Man muss also wirklich das System richtig machen. Oft ist es dann so, wenn Leute sich nicht auskennen, dann reißen sie da rum und es ist natürlich nicht so stark. Dann reißt es ab und dann muss man es reparieren. Das ist auch schon ein paar Mal passiert. Also wenn man das an Touristen, Familie, die nur 2 Wochen da sind, bis die sich mit den Fenstern einigermaßen vertraut gemacht haben, sind sie weg. Und da ist natürlich dann oft dementsprechend Schaden da. Also von dem her würde ich dieses Faltsystem nicht empfehlen, wenn es für Touristen ist. Wenn man da wohnt, geht's, dann gewöhnt man sich dran.
wie andere schaut, das sind halt auch so Sachen. Ne? Naja, muss man sich überlegen, was man da macht. Das ist bei deinem Schwager. Dann tun wir mal hier das noch zumachen. Puh, ich schwitze wie ein Elch. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Danke. Super. Give me five. Yeah.